Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3 und stelle fest, dass es nach dem Ablaufplan 17.20 Uhr ist. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ich rufe auf die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Drucksache 19-3428. Mir liegt eine Wortmeldung vor von Herrn Kollegen Franz zu diesem Tagesordnungspunkt. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD-Fraktion legt Ihnen heute in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vor. Ziel der gesetzlichen Ergänzung des HBKG ist es, denen mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu geben, die sich an 365 Tagen im Jahr, ob an Sonn- und Feiertagen oder das Tag und Nacht, für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen und dabei oft Leib und Leben riskieren. Leider kommen auch Feuerwehrkameradinnen oder Feuerwehrkameraden bei Einsätzen ums Leben, wie jüngst ein Feuerwehrmann aus Schwäbisch Gmünd bei den großen Unwettern. Diese Risiken nehmen über 72.000 Feuerwehrleute in über 2.600 freiwilligen Feuerwehren in Hessen bewusst in Kauf und setzen sich dennoch immer wieder für diese Gefahren ein. Unsere Bevölkerung in Hessen kann auf eines vertrauen. Wählen die Bürger 112, da wird ihnen geholfen, und zwar kompetent, effektiv und schnell. Die Freiwilligen Feuerwehren sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Hessen. Wir wollen es aber nicht nur bei berechtigter Anerkennung und Würdigung belassen, sondern sehr konkret und zielgerichtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die aktiven Männer und Frauen in den Einsatzabteilungen in ihrer arbeitsrechtlichen Stellung stärken. Daher soll § 11 des HBKG um die Absätze 13, 14 und 15 wie vorgesehen ergänzt werden. Ich freue mich, auch auf der Tribüne zu sehen, Herrn Brumm, Vorsitzender der Verdi-Fachgruppe Feuerwehren, und Herrn Janek, Landesgruppenvorsitzender der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. Schön, dass Sie an der Debatte Interesse zeigen. Der Absatz 13 besagt, dass niemand am Engagement in den Freiwilligen Feuerwehren gehindert werden darf und dass ihm auch keine Nachteile entstehen. Der Absatz 14 beschäftigt sich mit dem Kündigungsschutz, der nur noch künftig aus wichtigem Grund aufgehoben werden kann. Und in Absatz 15 wird eine Regelung getroffen, die entsprechenden Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden am bisherigen Arbeitsplatz zu lassen. Und niedrige Eingruppierungen sind ebenfalls nicht zulässig. Diese besonderen arbeitsrechtlichen Schutz sollen die Aktiven der Einsatzabteilung erhalten. Eine solche Schutzklausel gibt es auch für alle ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträger, vom Ortsbeirat bis zum Kreistagsabgeordneten. An dieser gesetzlichen Regelung, die in § 35a der Hessischen Gemeindeordnung normiert ist, hat sich unser SPD-Antrag und unser Gesetzentwurf orientiert. Das ehrenamtliche Engagement in den Freiwilligen Feuerwehren halten wir ebenso schutzwürdig wie das politische Engagement für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in den dazugehörenden Gremien. Beide sind tragende Säulen unseres Gemeinwesens, wobei man immer wieder noch eines betonen und herausstellen muss: Die Sicherung des Brand- und Katastrophenschutzes ist Pflichtaufgabe der Kommunen in Hessen. Und die ist ohne das hervorragende Engagement der Ehrenamtlichen in den Freiwilligen Feuerwehren weder flächendeckend noch in der vom Bürger gewohnten Qualität zu leisten, von den Kosten einmal ganz abgesehen. Momentan sind ja viele Jahreshauptversammlungen und die entsprechenden Presseberichte darüber, und es laufen immer wieder diese Meldungen, beim Personal wird es eng, wir werben um Mitglieder, Mitgliederbewerbung muss im Vordergrund stehen. Das Land Hessen hat ja auch darauf reagiert mit einer entsprechenden Kampagne. Die gesetzlichen Änderungen hält die SPD-Fraktion als geeignet, einerseits
einen Beitrag zur Stabilisierung der Personalstärken zu leisten und andererseits einen Anreiz zu bieten, sich bei den Freiwilligen Feuerwehren aktiv zu engagieren. Und das sollen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen tun können, weil sie diesen besonderen arbeitsrechtlichen Schutz erhalten. Die Debatten, die manchmal unter der Hand auch geführt werden, Vorhaltungen, ja, bei wem verdienst du eigentlich dein Geld, in der Firma oder in der Feuerwehr, das würde dann damit sicherlich auch zurückgedrängt werden. Aber es gibt solche Debatten. Selbstverständlich gibt es aber auch Arbeitgeber und Firmen, die sich in der Unterstützung der Aktiven und der Feuerwehren vorbildlich verhalten. Und diese werden auch zu Recht öffentlich hervorragend als Partner der Feuerwehren ausgezeichnet. Aber wenn sie ausgezeichnet werden, dann kann man sicherlich davon ausgehen, das ist nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Die Kritik des VAU-Geschäftsführers Herrn Fassbender zielt wohl eher auf den Kündigungsschutz. Eine solche Rhetorik als Geschäftsführer eines Unternehmerverbandes kann ich ja sicherlich noch nachvollziehen. Aber diese Kritik könnte sich auch als klassisches Eigentor erweisen, wenn die Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz mangels Personal bei den Freiwilligen künftig hauptberuflich ausgeführt werden sollte. Denn dann wird es sehr teuer. Und wenn es teuer wird, dann wird es auch teuer für Firmen und Unternehmen. Eines bei dieser Überschrift der Pressemitteilung, Herr Präsident, wenn Sie gestatten, die Überschrift lautet, es wäre ein vergiftetes Geschenk. Ich will mich nur an dem Begriff Geschenk mal orientieren. Wenn wir eine solche Regelung hier heute treffen oder in den Debatten anschließen, es geht nicht um ein Geschenk, es geht darum, dass Leistung durch Gegenleistung honoriert wird. Die Gefahr eines Einstellungshindernisses für die Arbeitnehmer schätzen wir eher gering ein. Entscheidend werden bei einer Einstellung überwiegend die fachliche Kompetenz und auch die soziale Kompetenz sein. Daher haben bestimmt Feuerwehrleute eher einen Vorteil als einen Nachteil. Ganz ausschließen wird das sicherlich aber keiner. Aber wer wird denn als Autofahrer den Sicherheitsgurt nicht anlegen, nur weil es in wenigen Einzelfällen eventuell nachteilig sein könnte? Ich kann es vielleicht so zusammenfassen. Wir wollen, dass die vorgetragenen Änderungen schlicht zur Normalität und Selbstverständlichkeit werden. Ja, lieber Feuerwehrmann, liebe Feuerwehrfrau, du bist in der Einsatzabteilung deiner Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Du setzt dich ehrenamtlich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein, und wir geben dir im Gegenzug gesetzlich verbrieft die erforderliche Absicherung im Arbeitsverhältnis. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Liefern wir in den weiteren Beratungen im Innenausschuss den Beweis dafür, dass der Hessische Landtag nicht nur Anerkennung und Würdigung ausspricht, sondern auch konkrete gesetzliche Regelungen trifft, die den Aktiven in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr eine zusätzliche Sicherheit gewähren. Ich glaube, das sind wir Ihnen schuldig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Franz. Als Nächstes spricht Herr Abg. Meysner für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD in Bezug auf den Kündigungsschutz für aktive Feuerwehrangehörige hört sich ja im ersten Moment sehr interessant an. So ging es mir ehrlich gesagt auch, als ich vor etwa einem Jahr diese Idee mit Mitgliedern des Landesfeuerwehrvorstandes diskutierte. Schnell wurde allerdings in der Diskussion klar, dass dieser Schuss nach hinten losgeht. Was die SPD hier vorlegt, ist ein klassischer Fall von gut gemeint ist nicht dasselbe wie gut gemacht. Wir tun den Feuerwehrleuten keinen Gefallen, wenn wir mit speziellem Kündigungsschutz in die Vertragsfreiheit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber hineinregieren. Der gut gemeinte Schutz wird schnell zur Hürde, die Arbeitgeber davon abhalten wird, Feuerwehrleute einzustellen. Meine Gesprächspartner aus dem Mittelstand, viele Feuerwehrführungskräfte, Wehrführer,
Vertreter der Landesfeuerwehrschule, Unternehmer und Vertreter anderer Organisationen sagen mir, dass sie große Probleme in dem vorgelegten Gesetzentwurf auf die Feuerwehrleute, aber auch auf die Unternehmen zukommen sehen. Wir gehen daher einen anderen Weg. Nicht gesetzliche Verbote, sondern ein partnerschaftliches Miteinander von Wirtschaft und Feuerwehr, das ist unser Weg. Unbestritten ist die Leistung der Feuerwehrkräfte ein unbezahlbarer Grundpfeiler für die Sicherheit im Brand- und Katastrophenschutz in unserem Land. Dennoch hat sich in den letzten Jahren ein Nachwuchsproblem breitgemacht, das nicht allein mit dem demografischen Wandel zu begründen ist. Veränderungen in der allgemeinen Angebotsvielfalt, in der Wertigkeit der Freizeit, in der Verantwortung im Beruf als auch in der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung sind nur ein paar Gründe, die ebenfalls in diesen Wandel hineinspielen. Der vorgelegte Gesetzentwurf ist nicht die richtige Antwort auf diese Herausforderung. Es überwiegt die Befürchtung, dass die im Gesetzentwurf genannten Einschränkungen dazu führen werden, dass man dem Feuerwehrmann im Betrieb eher mit Skepsis begegnet, und zwar nicht nur von Arbeitgeberseite, sondern auch von Arbeitskollegen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in anderen Bereichen viel ehrenamtliches Engagement geleistet wird, und auch dort haben wir keinen Kündigungsschutz. Wer würde künftig einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau noch einstellen wollen, wenn er damit rechnen müsste, dass diese oder diesen auch bei schweren Differenzen nicht mehr loszuwerden? Oder ist es dann bei Differenzen mit dem Arbeitgeber die einfachste Lösung, in die Einsatzabteilung der örtlichen Feuerwehr zu gehen und so einen Kündigungsschutz zu erhalten? Wir halten den von der Landesregierung zusammen mit Vertretern der Arbeitgeberverbände, der Kommunalen Spitzenverbände und des Landesfeuerwehrverbandes und der Hilfsorganisationen eingeschlagenen Weg für den besseren und den richtigen. In einer gemeinsamen Erklärung haben diese bereits am 4. Juni 2016 bei dem Gipfeltreffen Wirtschaft trifft Blaulicht eine Vereinbarung getroffen, um die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und Arbeitgebern zu fördern und zu verbessern. Das Land hat sich dabei verpflichtet, in der Aus- und Fortbildung zusätzliche E-Learn-Angebote zum Lehrgangsangebot an der Hessischen Landesfeuerwehrschule einzuführen, um die Abwesenheit am Arbeitsplatz zu reduzieren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weiß? Nein, danke. Geeignete Lehrgänge werden modifiziert und gestrafft, wo dies ohne Qualitätsverlust möglich ist. Zudem wird das Land zukünftig bei der Aus- und Fortbildung und bei Dienstversammlungen der Führungskräfte der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen verstärkt sensibilisieren, bei Einsätzen nur die notwendige Anzahl von Kräften einzusetzen und nicht mehr erforderliche Kräfte schnellstmöglich wieder zurückzuführen, damit sie ihren Arbeitsplatz wieder erreichen können. Im Gegenzug natürlich werden die Arbeitgeberverbände verstärkt bei ihren Mitgliedern für Verständnis werben, die freiwilligen Einsatzkräfte regelmäßig für die ehrenamtliche wichtige Arbeit freizustellen. Gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme verbunden mit einem regelmäßigen Austausch und die Diskussion über beidseitige Notwendigkeiten sind aus unserer Sicht der bessere Weg für eine erfolgreiche Wertschätzung der wichtigen Arbeit unserer Feuerwehren in Hessen. Gemeinsam anstatt mit gesetzlichen Verboten, das ist unser Weg für die Hilfsorganisationen, denn auch die anderen Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter, Malteser, Arbeiter-Samariter-Bund, DLRG und THW haben deshalb bei diesem Gipfel Wirtschaft trifft Blaulicht und den gemeinsamen Erklärungen bereits mitgewirkt und sind hier mit im Boot. Meine Damen und Herren, ich wiederhole noch einmal, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Wir können dem Gesetzentwurf so nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zur Kurzintervention Herr Kollege Weiß, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege, da Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben, wollte ich Sie von dieser Stelle noch einmal stellen und Ihnen dann die Gelegenheit geben, in der Replik die Frage zu beantworten. Es gibt ja auch in der HGO einen entsprechenden Kündigungsschutz für Kreistagsmitglieder, für Mitglieder von Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen usw. Ist Ihnen ein Fall bekannt, wo irgendjemand nicht eingestellt wurde bei irgendeinem Unternehmen oder Betrieb als Mitglied einer kommunalen Gebietskörperschaft aufgrund dieses Kündigungsschutzes? Das wüsste ich gerne einmal von dieser Stelle von Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Herr Kollege Meißner, Sie haben die Möglichkeit, auf die Kurzintervention zu antworten. Bitte schön, auch für Sie 2 Minuten.
Ja, ich glaube, aus eigener Erfahrung dann eine gute Antwort geben zu können. Bei der Feuerwehr, wenn Sie in einer mittleren Feuerwehr sind und haben knapp zwischen 80 und 120 Einsätze im Jahr, ist es nicht so, auch im Vergleich zu denen, die oftmals in Kommunalparlamenten tätig sind, dass das meistens abends ist, Ortsbeiratssitzungen, alles, was da ist. Es ist den ganzen Tag über verteilt und auch viel tagsüber. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob ich die Woche drei- oder viermal zu einem Einsatz muss, auch tagsüber, oder ob ich in der Regel mal alle zwei Wochen abends zu einer Ortsbeiratssitzung muss. Ich glaube, es sind schon große Unterschiede, gerade in der Anzahl. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade das Problem ist, auch bei Arbeitgebern in der Freistellung, wir für Verständnis werben müssen. Denn mit dieser Gesetzesvorlage kriegen Sie es nicht hin. Das ist ein Druck von oben, der eher dazu hinführen wird. Bei vielen anderen Beispielen haben wir das. Nehmen wir Schwerbehinderte. Das ist ein schwieriges Thema. Aber wenn Sie mit Arbeitgebern sprechen, ist das etwas, wo man wirklich überlegen muss, ob man das auch so hinbekommen kann. Und die Angst, dass dieser Schuss nach hinten losgeht, ähnlich bei Feuerwehren, haben wir. Und deshalb sagen wir, können wir es so nicht unterstützen. Vielen Dank, Herr Kollege Meißner. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Deutschland wird der ganz überwiegende Teil des Brand- und Katastrophenschutzes von ehrenamtlichen Kräften getragen. Doch es gibt die Sorge, ob der Nachwuchs für diese immense Aufgabe und Verantwortung weiterhin gewonnen werden kann. Es gab Situationen, beispielsweise beim Elbhochwasser und in der aktuellen Flüchtlingshilfe, wo Lücken im Katastrophenschutz allzu deutlich wurden. Durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen schwindet zudem die Bereitschaft oder die Möglichkeit, sich ehrenamtlich im Katastrophenschutz einzubringen. Und das ist ein Problem. Der Landesfeuerwehrverband Hessen zählt ca. 72.000 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in 2.600 freiwilligen Feuerwehren. Dazu muss man wissen, also etwa 90% der Organisationen im Katastrophenschutz arbeiten mit ehrenamtlichen Helfern. In anderen europäischen Ländern ist das anders. Dort gibt es viel mehr Hauptamtliche. Das System der freiwilligen Feuerwehren wie des Katastrophenschutzes hat sich bei uns lange und auch weitgehend bewährt. Doch der dritte Gefahrenbereich der Schutzkommission, der beim Bundesminister des Innern von 2006 angesprochen hat, weist bereits massive Lücken auf. Die Frage nach einem möglicherweise nicht mehr funktionierenden System bei einem möglichen Tag X, also einer großen Naturkatastrophe zum Beispiel, wurde dort gestellt. Und da sind wir beim Kern des Problems, über das wir hier schon einige Male gesprochen haben. Schüler und Studenten sollen besser und schneller in der Schule und Universität Leistung bringen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen stets flexibel am Arbeitsmarkt sein. Aber wer nur noch Leistung und Wettbewerb bringt, dem fehlt schlicht die Zeit zum Ehrenamt. Dem fehlt die Möglichkeit zum uneigennützigen Dienst an der Gesellschaft. Und ich sage dazu, und noch mehr Sonntagsarbeit schränkt das auch weiter ein, meine Damen und Herren. Nur wenige Arbeitgeber brechen in Jubel aus, das ist wohl wahr, wenn man im Bewerbungsgespräch stolz auf das Ehrenamt bei der Feuerwehr hinweist. Die Freiwillige Feuerwehr bedeutet bei den aktuellen Wetterkapriolen z.B., dass man vom Arbeitsplatz plötzlich weggerufen werden kann, dass Mann und Frau Tage und Nächte lang im Einsatz sind, dass man auch ohne akuten Einsatz an Übungen und Weiterbildungen teilnehmen muss und dass man dort Dinge lernt, die zwar für die Gesellschaft, aber nicht zwingend für den Job von Nutzen sind. Und hier setzt der Gesetzentwurf der SPD, wie ich finde, richtigerweise an. Das Ziel ist laut Gesetzentwurf, Menschen bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitsrechtlich besser zu schützen oder sogar gegenüber anderen Arbeitnehmern etwas besser zu stellen. Und das ist grundsätzlich richtig.
Ob der vorliegende Gesetzentwurf allerdings, und da will ich jetzt nicht sozusagen verwechselt werden mit Herrn Meysner, das Ziel wirklich erreicht, da bin ich noch nicht ganz sicher, sage ich mal an der Stelle. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Zum einen gebe ich zu bedenken, dass aus Sicht mancher Arbeitgeber das durchaus als Einstellungshemmnis oder sogar als Bumerang für Feuerwehrleute werden könnte. Und das will sicher niemand von uns. Und nicht alle freiwilligen Feuerwehrleute sind im öffentlichen Dienst beschäftigt oder in entsprechend nahen Bereichen und Einrichtungen. Aber das Bestreben vieler privater Unternehmen ist es ja leider nicht unbedingt, arbeitsrechtlich gut geschützte Ehrenamtliche einzustellen und sozusagen diese Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr indirekt auch noch mitzufinanzieren. Wir müssen mit Experten klären, meine ich, wohin dies in der Praxis führen kann. Das ist eine wichtige, das ist die zentrale Frage. Und wenn es aber in der Praxis funktionieren würde und Herrn Meysners Befürchtungen unbegründet sind, dann sollte man das nicht nur für die Feuerwehrleute machen, meine ich, sondern auch für alle Ehrenamtlichen im gesamten Katastrophenschutz, weil die sind ja davon genauso betroffen. Und neben dem vorliegenden Entwurf sollte uns und den Katastrophenschutz in einer Anhörung also dringend beschäftigen, ob und wie wir den Katastrophenschutz insgesamt im Ernstfall sicherer machen, sicherer bekommen können. Denn es besteht hier, meine ich, weiterer Handlungsbedarf. Die Jugendfeuerwehren zum Beispiel versorgen den aktiven Einsatzdienst leider immer weniger mit ausreichend Nachwuchs. Letztes Jahr stand beispielsweise auch die Freiwillige Feuerwehr in Friedendorf-Schönborn im Schwalm-Eder-Kreis kurz vor dem Aus. Die Einsatzbelastung und der Wegzug vieler junger Leute in die Stadt belasteten die Feuerwache sehr, und damit steht sie nicht alleine da, leider nicht alleine da. Nicht nur in Hessen, sondern im ganzen Bundesgebiet müssen freiwillige Feuerwehren ihre Wachen aufgrund von Nachwuchsmangel schließen und hinterlassen dabei riesige Sicherheitslücken. Viele Bürgerinnen und Bürger ist aber nicht immer klar, was die 72.000 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner tagtäglich leisten. Sie stellen den Brandschutz sicher, setzen sich Gefahrgut aus, leisten technische Hilfestellung, arbeiten Tag und Nacht bei Katastrophenlagen, retten Menschen und Tiere aus gefährlichen Situationen, überbrücken als First Responder die Wartezeit, bis der Krankenwagen eintrifft, und räumen unsere Straßen frei und vieles mehr. Und das tun sie schnell, flächendeckend und mit einer unglaublichen Professionalität, wie ich meine. Ein wichtiger Schritt zur Nachwuchsförderung war die Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz im Jahr 2007. Dadurch wurde die Einführung der Kinderfeuerwehren möglich, die mittlerweile immerhin 9.800 Mitglieder in Hessen zählt. Nun müssen wir weitergehen und tun, was nötig ist, um diese Strukturen zu schützen und zu unterstützen, damit das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr wieder attraktiver wird und bleibt. Denn nur so können die Feuerwehrangehörigen die 3,5 Millionen Einsätze, die jährlich bundesweit anfallen, auch stemmen. Und deshalb, Herr Kollege Schaus, kommen Sie bitte zum Ende Ihrer Rede. Mein letzter Satz, Frau Präsidentin. Und deshalb denke ich, dass es wichtig ist, all diese Fragen in einer Anhörung zum Gesetzentwurf der SPD auch nachzugehen und dann möglichst zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Goldbach von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In meiner Heimatstadt, ein kleines Fachwerkstädtchen auf dem Land, da blieb früher sonntags immer eine Person zu Hause. Das musste so sein, wegen des Brandschutzes. Es waren alles kleine Fachwerkhäuser, und es durfte nicht riskiert werden, dass aus dem Feuer
in jeder Küche brannte ein Feuer zum Heizen und Kochen, Funken flogen und das Haus in Brand setzten. Noch dazu standen die Häuser sehr eng zusammen, das stehen sie auch heute noch, und die Feuer griffen schnell über. Früher war es wahnsinnig schwierig, den Brandschutz zu gewährleisten, denn gelöscht wurde dann mit Eimern mit Wasser. Heute sind wir in einer ganz anderen Situation, denn wir haben die freiwilligen Feuerwehren, die im Brandfall löschen, bergen und schützen. Ich finde, man darf dieses Engagement nicht genug würdigen. Das tun wir hier oft, und das ist auch richtig so. Denn wir haben nur wenige Berufsfeuerwehren in Hessen, und in der Fläche ohne dieses Engagement wäre ein flächendeckender Brand- und Katastrophenschutz überhaupt nicht möglich. Diese Leute sind von existenzieller Bedeutung für uns in Hessen. Denn so etwas wie früher, dass ganze Stadtteile abbrannten, passiert heute nicht mehr, zum Glück. Und wir wollen auch nicht darüber hinwegsehen, dass die Feuerwehren auch einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten. Es gibt kein Dorf- oder Stadtfest, an dem die Freiwilligen Feuerwehren nicht irgendwie beteiligt sind. Diese dauerhafte Einsatz- und Leistungsbereitschaft der Feuerwehrleute ist wirklich bewundernswert. Sie investieren viel Freizeit für Übung und für Ausbildung und für die Einsätze. Und sie sind sogar dazu bereit, ihr eigenes Leben zu gefährden, um andere Menschen zu retten. Und das alles ist keine Selbstverständlichkeit. Jetzt ist die Frage, warum tun denn Feuerwehrleute das eigentlich? Und damit nähern wir uns dann auch der Frage, ob ein gesetzlicher Kündigungsschutz, so wie die SPD-Fraktion ihn vorschlägt, überhaupt notwendig und zielführend ist. Also, wenn ich mich einmal daran erinnere, wie das war in meiner Jugend auf dem Land, diejenigen, die zur Freiwilligen Feuerwehr gegangen sind, die haben das nicht gemacht, weil sie vielleicht erwarten konnten, in Zukunft in ihrem Beruf einen besonderen Kündigungsschutz zu erwarten. Die hatten Spaß daran. Ich weiß noch, wie mein kleiner Bruder stolz wie Bolle das erste Mal so einen Löschanzug anhatte, den Schlauch unterm Arm und zu seinem ersten Übungseinsatz marschiert ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Ursprung dieser Feuerwehrarbeit. Das gehört zum Gemeinwesen. Die jungen Leute machen schon mit. Das ist auch Sport und Freizeit. Und daraus wird dann diese sehr kompetente, ehrenamtliche Arbeit in den Feuerwehren bei den aktiven Einsätzen. Ein Kündigungsschutz als Bonbon, um sich dort zu engagieren, scheint mir da wirklich alles andere als zielführend. Wir haben die freistellenden Betriebe, die den Feuerwehrleuten ermöglichen, dass sie zu Einsätzen gehen, wenn die Einsätze während der normalen Arbeitszeiten stattfinden. Das fordert gerade von den kleinen und mittleren Betrieben eine ganz schön große Flexibilität. Auch deshalb sollten wir das würdigen. Auf dem Land gibt es in manchen Gegenden auch nur einige wenige große Arbeitgeber. Das kann dann dazu führen, dass, wenn ein Einsatz ist, die Schicht runterfahren müssen, dass die einfach aufhören müssen zu produzieren. Das tun die Firmen aber. Aber warum tun die das denn? Weil sie genau wissen, wie wichtig die Freiwilligen Feuerwehren sind. Denn die löschen im Brandfall ja auch z.B. Firmengebäude. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal dabei war, wenn so eine große Übung stattgefunden hat. Ich gucke mir das bei uns immer an. Dann rücken die Feuerwehren an mit ihren Löschzügen, mit Rettungshubwagen. Und das ist absolut beeindruckend, wozu die in der Lage sind, eine riesige Firma mit 600, 800 Angestellten zu schützen, dort zu löschen und verletzte Personen zu bergen. Die Firmen wissen das doch. Die Firmen wissen doch, wie wichtig diese Feuerwehren, diese Feuerwehrleute, die Gerätschaften, die sie haben, für den Ernstfall sind. Das wissen die zu schätzen und das wissen die auch zu würdigen. Und deshalb sind sie auch dazu bereit, die Feuerwehrleute im Ernstfall freizustellen. Ich fasse zusammen, es gibt eine enge Zusammenarbeit und Verzahnung zwischen den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten und den örtlichen Betrieben. Und diese Zusammenarbeit, diese Partnerschaft beruht auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Und mit einem besonderen Kündigungsschutz würden wir sehr einseitig in dieses Vertrauensverhältnis eingreifen und es, glaube ich, auch nachhaltig verändern. Denn was würde denn passieren, wenn ein Arbeitgeber bei der Einstellung fragen würde, sind Sie bei der ehrenamtlichen Feuerwehr?
Blicken wir einmal zurück, als der besondere Kündigungsschutz für schwangere Frauen eingeführt wurde. Arbeitsrechtlich darf man das durchaus vergleichen. Das ist ein rein arbeitsrechtlicher Vergleich. Es ist nämlich die Frage, muss dann der Bewerber oder die Bewerberin die Wahrheit sagen oder nicht? Es könnte dazu führen, dass geklagt wird, nämlich wegen Nichteinstellung, weil der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau bei dem Bewerbungsgespräch gesagt haben, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr und habe Anspruch auf einen besonderen Kündigungsschutz. Er weiß ja nicht, warum das Unternehmen ihn vielleicht nicht eingestellt hat. Er könnte dagegen klagen. Das wiederum könnte durch eine arbeitsgerichtliche Entscheidung oder mehrere dazu führen, dass es auch hier ein Recht zur Lüge gibt, so wie das eben auch ganz berechtigt bei schwangeren Frauenarbeitnehmerinnen ist. Also, wir sehen einfach, da könnten arbeitsrechtlich große Schwierigkeiten und Prozesse auf uns zukommen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Arbeitgebern beruht, wie gesagt, auf Freiwilligkeit, Vertrauen und Wertschätzung. Und das ist der richtige Weg, so wie das eben auch der Weg ist, den das Land Hessen beschreitet in der gemeinsamen Erklärung, die der Kollege Meißner vorhin schon beschrieben hat, nämlich gemeinsam für Hessen, diese Erklärung vom Landesfeuerwehrverband, von den kommunalen Spitzenverbänden, den Arbeitgebern und dem Land, wo sie versuchen, gemeinsam mit konkreten Maßnahmen dafür zu sorgen, dass einerseits die Feuerwehren genug Nachwuchs haben, dass die Betriebe weiterhin freistellen, dass aber auch die Betriebe bei Einsätzen so wenig wie möglich Personal entlassen, also freistellen müssen für den Einsatz, wie es möglich ist. Und mit diesen Vereinbarungen und dem einmal jährlich stattfindenden runden Tisch, an dem eben ständig weiter an dieser guten Zusammenarbeit gearbeitet wird, glauben wir, gehen wir hier in Hessen den richtigen Weg. Wir haben hier eine gute Partnerschaft zwischen den genannten Gruppen und Institutionen. Und eine gute Partnerschaft beruht auf Vertrauen und nicht auf Zwang. Wir möchten, dass diese gute Partnerschaft so weitergeführt wird, wie sie im Moment schon ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Als nächster Redner hat sich Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will mal zurück zu dem Thema, das wir hier auf der Tagesordnung haben, das die SPD auf die Tagesordnung gesetzt hat und über das wir uns in der Vergangenheit hier ja in aller Regel ohne größeren Dissens unterhalten haben, nämlich die Bedeutung des ehrenamtlichen Brand- und Katastrophenschutzes. Wir haben zuletzt darüber diskutiert hier im Hause anlässlich der Initiative der Landesregierung zur Stärkung von Senioren in der Feuerwehr. Ich denke, auch dort waren wir ziemlich einvernehmlich. Das ist auch gut so und wird der Sache der Feuerwehren gerecht. Denn hier übernehmen Bürgerinnen und Bürger aus Verantwortungsgefühl für das Gemeinwohl Aufgaben, die ansonsten von den Kommunen, also von den Steuerzahlern und von uns allen teuer bezahlt werden müssten, soweit es überhaupt gewährleistet werden könnte. Ich habe große Zweifel, ob wir das überhaupt stemmen könnten. Blicke in andere europäische Länder zeigen, dass das nicht funktioniert. Wir müssen denjenigen sehr dankbar sein, die ihre Freizeit opfern, um andere zu schützen und sich dabei nicht selten selbst in Gefahr begeben. Die SPD-Fraktion greift in diesem Zusammenhang mit ihrer Initiative einen sehr wichtigen Punkt auf, über den es sich sicher zu diskutieren lohnt und auf den auch wir immer wieder die Aufmerksamkeit lenken müssen. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Freiwilligen Feuerwehr stehen die Betroffenen eben nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch in der Arbeitszeit auf Abruf zur Verfügung. Und angesichts ihres besonderen Engagements für das Gemeinwohl sollten ihnen hieraus sicher keine beruflichen Nachteile entstehen, auch wenn man im Blick haben muss, dass es auch für den Arbeitgeber eine ganz besondere Herausforderung darstellt, wenn unter Umständen immer wieder, teilweise auch in kurzen Abständen, Arbeitnehmer kurzfristig nicht zur Verfügung stehen. Ob bewusst oder unbewusst, dieses ehrenamtliche Engagement, das wir so begrüßen, kann gerade in einer Freiwilligen Feuerwehr dazu führen, dass es zu einem Einstellungskriterium auch für Arbeitgeber wird, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Und, meine Damen und Herren, es gibt unbestreitbar Situationen, in denen ein Arbeitgeber nicht mehr willens oder in der Lage ist,
etwa weil seine Arbeitsläufe unterbrochen und damit im Extremfall das Unternehmen in seinem Bestand gefährdet ist, die negativen Seiten mitzutragen. Davor, Herr Kollege Franz, darf man nicht die Augen verschließen. Die SPD zielt mit ihrer Initiative darauf ab, dieses Problem zu lösen. Im Wesentlichen sollen die Feuerwehrleute, die den Einsatzabteilungen angehören, einen besonderen Kündigungsschutz erhalten und nicht mehr gegen ihren Willen auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt werden können. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen in der SPD-Fraktion, ich bescheinige Ihnen, dass das sicherlich gut gemeint ist. Aber auch wir haben erhebliche Zweifel, ob es letztlich auch gut gemacht ist. Ich darf nur zitieren, was Herr Fassbender, der vorhin schon einmal erwähnt wurde, heute in seiner Presseerklärung gesprochen hat. Ja, auch wenn er in Ruhestand geht, Herr Kollege Rudolph, immer diese Altersdiskriminierung, das kann ich überhaupt nicht ab. Ich denke, wenn jemand etwas Richtiges sagt, dann ist es relativ unabhängig davon, ob er noch lange im Berufsleben bleibt oder ob er im Beruf in Ruhestand geht oder nicht. Und Herr Fassbender hat zu Recht darauf hingewiesen, dass dieses Kündigungs- und Versetzungsverbot das auf Vertrauen beruhende Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern stören kann. Und er hat wörtlich gesagt, gerade in Würdigung der Situation, Arbeitgeber schätzen ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter oft als besonders zuverlässig, motiviert, teamfähig und führungsstark. Und, Herr Kollege Rudolph, auch Sie sollten zustimmen. Da hat Herr Fassbender recht. Da hat er absolut recht. Und dann sollten wir ihm auch Recht geben. Und ich sage dazu, die beschriebene Konfliktsituation ist keine neue. Wir haben das Thema immer wieder in den Gesprächen mit dem Landesfeuerwehrverband. Wir haben es auch in Gesprächen mit den Unternehmen gehört, die einerseits viel Verständnis für die ehrenamtliche Arbeit haben, aber teilweise auch ihre Probleme schildern. Ich sage deshalb, der Weg der Landesregierung in diesem Bereich, das will ich ausdrücklich sagen, Herr Minister, ist der richtige. Das Programm Partner der Feuerwehr, durch das Betriebe, die sich besonders feuerwehrfreundlich verhalten, ausgezeichnet werden. Damit suchen die Feuerwehrverbände einen positiven Kontakt zu den Unternehmen. Und wenn die Landesregierung das unterstützt, ist es der richtige Weg. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen. Und in diese Richtung zeigt meines Erachtens der SPD-Gesetzentwurf, in die Konfrontation mit den Arbeitgebern zu gehen, statt den Dialog zu fördern. Und etwa bei der Veranstaltung Blaulicht trifft Wirtschaft wurde es besprochen und auch mit einer entsprechenden Vereinbarung besiegelt, eben diese Zusammenarbeit zu fördern. Ich sage und habe die Befürchtung, dass der Vorschlag der SPD eine erhebliche Gefahr birgt, wenn ein Arbeitgeber, es ist schon mehrfach erwähnt worden, bei der Neueinstellung Kenntnis davon hat, dass ein Bewerber Mitglied der Feuerwehr ist, so muss er sich entscheiden. Will er den auf Gedeih und Verderb und letztlich ohne Kündigungsmöglichkeit einstellen? Oder zieht er jemand anderen vor, bei dem er diesen Kündigungsschutz nicht in Kauf nehmen muss? Und deswegen fürchte ich, dass gerade der gegenteilige Effekt erreicht wird. Und das im Übrigen will ich auch einmal sehr deutlich sagen. Gerade bei denen, die wir ganz besonders in den Einsatzabteilungen brauchen, wo wir die größten Probleme haben, nämlich bei denen, die aus den Jugendfeuerwehren kommen, die in die Einsatzabteilungen gehen und die gleichzeitig am Eingang ihres Berufslebens stehen und diesen Problemen ausgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir sind deshalb sehr auf die Anhörung gespannt, insbesondere auch darauf, wie in einer differenzierten Fragestellung die Vertreter der Feuerwehren selbst die Gesetzesinitiative einschätzen. Für uns ist der richtige grundsätzliche Ansatz, dass wir weiter an der Attraktivität der Tätigkeit für die Feuerwehren arbeiten müssen, ausreichend junge Menschen für die Feuerwehren begeistern müssen. Es hat mich deswegen auch ganz besonders gefreut zu hören, dass bei den Kleinsten, bei den Löschzwergen, wieder positive Entwicklungen zu vermelden sind. Wir sehen durchaus auch die negativen, die wir z. B. beim Übergang von Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen haben. Ich habe das gerade in meinem Heimatverband jetzt wieder gehört. Das müssen wir alles genau im Auge behalten und daran arbeiten. Unsere Aufgabe, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen hier in der Landespolitik, ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Feuerwehren auch in sachlicher Hinsicht gut ausgestattet sind und bleiben.
Hier setzen wir mit der Landesregierung auf die Kontinuität der letzten Jahre, auf die 30 Millionen € jährlich aus der Feuerschutzsteuer, die in den Brandschutz als Landesmittel gegeben werden. Das ist der richtige Weg und der Dialog mit der Wirtschaft. Die beiden Punkte führen uns nach vorne. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen sehr herzlich bedanken dafür, dass sie das großartige Engagement unserer Feuerwehren im Lande der Kameradinnen und Kameraden hier so gewürdigt haben. Insofern dafür schon einmal ein herzliches Dankeschön. Wertschätzung und Anerkennung für dieses großartige Engagement liegt in unserem Bestreben, und zwar, wie ich vernommen habe, über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Auch die Hessische Landesregierung leistet dort ihren entsprechenden Beitrag, eben genau das, Anerkennung und Wertschätzung durch vielerlei Maßnahmen, die Sie alle kennen, zum Ausdruck zu bringen. Ich finde nur, der Gesetzentwurf, der hier vorgelegt worden ist, ist nicht geeignet, um Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken. Ich will gar nicht den guten Willen sozusagen in Abrede stellen. Aber um Wertschätzung und Anerkennung sozusagen zum Ausdruck zu bringen, ist es nicht geeignet. Sie haben in der Begründung Ihres Gesetzentwurfs oder im Vorblatt geschrieben, das Ehrenamt würde gestärkt. Ich glaube, dass mit einem solchen Gesetzentwurf, mit einer solchen Verpflichtung das Ehrenamt nicht gestärkt würde. Wir haben bisher eine Situation, dass wir die Kameradinnen und Kameraden sozusagen für ihren Einsatz entsprechend geschützt sind. Aber es gibt halt eben trotzdem dieses Gefühl bei den Kameraden, das ist ja gar nicht wegzudiskutieren und in Abrede zu stellen, dieses Gefühl sozusagen, dass am Ende, wenn sie viele Einsatzzeiten haben, wenn sie viele Ausbildungszeiten haben müssen, weil sie vielleicht herausragende Ämter innerhalb der Feuerwehren haben, dass das eben nicht entsprechend durch Ihre Unternehmen wertgeschätzt wird. Im Gegenteil, dass es Ihnen vielleicht Nachteile bereiten könnte. Und wir müssen, und unsere Aufgabe ist es, dass wir sicherstellen, dass die Kameradinnen und Kameraden ihren Dienst an der Allgemeinheit, so wie sie sich das vorgenommen haben, auch leisten können, wir aber gleichzeitig nicht eine gesetzliche Situation herbeiführen, die am Ende befürchten lässt, dass die Situation eher verschlechtert als verbessert wird. Deswegen glaube ich, ist dieser Kündigungsschutz, den Sie hier vorsehen, eben ein untaugliches Mittel ist, um den Kameradinnen und Kameraden zu helfen. Ich glaube, und das ist sozusagen der Webfehler, der halt eben heute, ob man Herrn Fassbender sozusagen, wie Sie mit Herrn Fassbender umgehen, mögen Sie machen, aber ich finde die Frage, ich finde, das ist sozusagen die Erklärung von Herrn Fassbender heute Morgen, zeigt sozusagen ganz unmittelbar das erste Problem. Ich glaube, wir werden nicht erfolgreich sein für die Kameradinnen und Kameraden, wenn wir in Konfrontation mit wenigstens einem großen Wirtschaftsverband, möglicherweise noch mit anderen, aber wenn wir in Konfrontation versuchen, eine Verbesserung durchzusetzen im Gesetz, ich glaube, dass das am Ende nicht erfolgreich sein wird, meine Damen und Herren. Wir sind einen anderen Weg gegangen, dasselbe Ziel verfolgend. Wir sind einen anderen Weg gegangen, schon im Juni des vergangenen Jahres habe ich mit dem Feuerwehrverband und mit vielen anderen Institutionen, die auch alle mit dabei waren, die kommunalen Spitzenverbände, die Kammern, die VHU war mit dabei, der Landesfeuerwehrverband war mit am Tisch. Wir haben uns überlegt, wie können wir unterhalb einer gesetzlichen Regelung dafür werben, dass die Kameradinnen und Kameraden eben eine bessere Anerkennung ihres ehrenamtlichen Dienstes am Arbeitsplatz erfahren. Und dass es dort Probleme gibt, und zwar nicht nur für den einzelnen Kameraden auf der einen Seite, sondern eben auch für die Unternehmen auf der anderen Seite. Denken wir an einen kleinen Handwerksbetrieb, der nur zwei Mann hat, die möglicherweise beide Feuerwehrleute sind und häufiger zum Einsatz müssen. Das ist doch ein nennenswertes Problem. Da kann man doch nicht dran vorbeidiskutieren. Und das muss man versuchen, im Einvernehmen mit der Wirtschaft, mit dem Handwerk, mit den Industrie- und Handelskammern, wir müssen es versuchen, im Einvernehmen zu lösen und nicht mit dem Gesetz. Ich glaube, dass wir am Ende damit erfolgreicher sind. Und das, was wir uns überlegt haben, war,
Wir haben gesagt, wir bringen einmal Blaulicht und die Blaulichtorganisationen und die Wirtschaft an einen Tisch. Übrigens nicht nur die Feuerwehren, sondern auch die anderen Organisationen. Und es gibt Unternehmen, die muss ich nicht davon überzeugen, dass Feuerwehrkameradinnen und Kameraden einen wichtigen Dienst leisten. Unternehmen, die einmal ein ernsthaftes Problem hatten, denen ehrenamtliche Feuerwehrkameradinnen und Kameraden durch eine professionelle Hilfe, durch zügiges Löschen dafür gesorgt haben, dass sie ihre Produktion z. B. schnell wieder aufnehmen konnten. Einem solchen Unternehmer muss ich nicht beibringen, sozusagen, dass Feuerwehren etwas Wichtiges sind und dass wir dankbar sein können für die ehrenamtlichen Kameraden. Aber es gibt halt eben auch Bereiche, wo das nicht so ausgeprägt ist. Und wir haben uns darum bemüht, eben im Einvernehmen, im Gespräch mit denen, die es angeht, eine Lösung herbeizuführen. Wir haben eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, die Unverzichtbarkeit der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes für unser Gemeinwesen zum Ausdruck bringt, die auch die unterschiedlichen Interessen abgewogen darstellt. Ich glaube, dass wir damit, wie gesagt, am Ende besser fahren als mit einer gesetzlichen Lösung. Wir werden es gemeinsam weiter diskutieren. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir weisen dann nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion Drucksache 19 /3428 in den Innenausschuss.